Thank you.
Dirk, erstes Testspiel. Wie zufrieden bist du? Ja, sehr gut. Heute war, glaube ich, der Anlass des Benefizspiels im absoluten Vordergrund. Aber zum Einstieg in die Vorbereitung, als erstes Spiel für die ganze Vorbereitung, bin ich sehr zufrieden. Die Leute haben das umgesetzt, was wir wollten, und darauf können wir aufbauen. Viele Möglichkeiten zum Wechseln hattest du noch nicht. Wie schauen deine Zukunftsplanungen aus, gerade was die vakanten Positionen noch betrifft? Ja, okay. Leider hat sich am Donnerstag Bernhard Zissler verletzt. Stefan Bries hat Windpocken, der wird am Montag wieder ins Training einsteigen. Dann ist bekannt, dass wir noch eigentlich zwei Spieler suchen. Thomas Rieh hat heute sein erstes Spiel gemacht, mal wieder im Posttrikot nach ein paar Jahren. Und ich denke mal, nach und nach werden noch ein paar Leute dazukommen, auch die, die verletzt sind. Und dann werden wir hoffentlich zum Saisonbeginn eine schlagfertige Truppe haben. Wie zufrieden bist du mit den ersten Tagen von Thomas Rieh in Schwerin? Sehr gut, er ist körperlich topfit, er ist im Ausdauerlauf vorne dabei, Krafttraining macht er auch gut. Und er hat auch gesehen, er ist fangsicher, auch abschlusssicher in der Abwehr. Müssen wir den noch einarbeiten, aber ich denke mal, das ist kein Problem. Er hat seit dem letzten Auftritt in Schwerin vor 5 Jahren einen großen Fortschritt gemacht. Und ich denke mal, das Publikum wird viel Freude an ihm haben. Ich habe Bert schon gerade gefragt, die Mannschaft hat ja deutlich das Gesicht verändert. Christian Zufelde und Alex Ladig vorrangig haben die Mannschaft verlassen. Wie siehst du die Mannschaft für die neue Saison? Okay, wie gesagt, Ingo Heinzer fehlt uns noch, ist klar. Zweite von der Torschützenliste von der zweiten Liga Nord letztes Jahr. Stefan Priest hat jetzt 2 Wochen pausieren müssen wegen Windpocken. Er steigt am Montag ein, wie ich schon gesagt habe. Und dann kommt, hoffe ich, dass Bernhard Zissler dann auch in 4 bis 6 Wochen wieder dabei ist. So wie es aussieht, hat er was am Meniskus. Und dann will ich ja noch einen Rückraumspieler holen und vielleicht noch einen Linksaußen. Und dann haben wir einen kompletten Kader, mit dem wir dann auch wieder gute Ergebnisse in der Liga erreichen wollen. Mit Platz 3 hast du selber in deiner ersten Saison als Trainer die Messlatte relativ hochgelegt. Was erwartest du von deiner zweiten Saison? Ja, okay, das Hauptziel ist Qualifikation der eingleisigen zweiten Liga, die ab 2011 gespielt wird. Da muss man 9. werden. Das ist erstmal unser Minimalziel, denke ich mal. Und dann werden wir sehen, wenn wir einigermaßen wieder einen guten Rhythmus finden und auch ordentlich spielen, so wie letzte Saison, denke ich mal, werden wir sehen, wie weit wir hochkommen. Aber Platz 9 ist das Ziel. Da wollen alle Mannschaften in der zweiten Liga. Das muss man erstmal erreichen, weil das wird ganz schön schwer. Und mit der Qualifikation sind wir schon zufrieden. Für dieses Ziel wünsche ich dir viel Erfolg. Alles Gute.